Oh, hallo! Wir hörten das Hämmern und fragten uns, was los war. Ich bin Ries und wer könntest du sein? Track. Das ist mein Vater Brook und meine Mutter Inza. Der Anführer der Yakunas. Juans. Oh, neue Leute. Du musst alle kennenlernen. Und vielleicht auch ein Getränk teilen. Willst du es mit uns teilen? Also gut. Ich will ja nicht streiten, aber zum 100. Mal, wir sind nicht Mograni. Aber dieses riesige Feuer. Ich habe schon mal ein Pacha getroffen. Schatz, sie folgen den Bäumen. Wir schauen. Wir schon. Wir haben noch keine Mograni getroffen. Und das willst du nicht. Reißzähne. Sie haben Reißzähne. Oh, Liebes. Das scheint ein bisschen lächerlich zu sein. Ein Kind aus unserem Clan wurde von einem von ihnen fast in ein Feuer geworfen. Das ist furchtbar. Das ist es. Sie haben eine unnatürliche Besessenheit vom Feuer. Wir glauben, dass ihre Anwesenheit ein Ungleichgewicht verursacht, das unser Überleben bedroht. Du hast uns viel von der Nacht zum Nachdenken gegeben. Ich hoffe, unsere Clans können Freunde sein. Natürlich, du bist immer willkommen. Das würde mir gefallen. Ihr habt hier ein paar schöne Fische. Ein Dorf ist so groß, es ist seltsam, so viele Menschen auf einmal zu sehen. Hallo zusammen, ich bin Krack. Bist du heute außerhalb des Landes unterwegs? Nimm etwas zu essen mit. Das hält deine Energie hoch. Ja, gehst du mir da auf bist. Diese Struktur im Dschungel beweist, dass das Pacha etwas von uns braucht. Ja, im Chill kann ich schon tanzen. Los geht's! Ich habe die Geister lange studiert, aber selbst ich kann nicht behaupten, dass ich alle ihre Wege kenne. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Brook von den Yakuan. Ich hoffe, Iloe nimmt sich endlich Zeit für sich selbst. Manchmal setze ich gerne am Fluss und denke nach. Mit dem Gare kann ich auch schon tanzen. Ich nenne den Move den Garrick-Style. Ich glaube, die Tiere hätten gerne etwas ähnliches wie unsere Häuser. Wir werden es Kleinstall nennen. Darin gibt es einen Platz zum Schlafen und frisches Wasser, damit sie nicht zum Fluss gehen müssen. Du hast genug Material, um einen Stall zu bauen. Das ist großartig, ich werde bald an die Arbeit gehen. Idee, die Tierzähmung. Krall hat die Idee ausgearbeitet. Zähmbare Tiere können eingeladen werden. Zuerst musst du einen Tierstall bauen, in dem sie leben können. Die Tiere müssen jeden Tag fressen, jeden Morgen gehen sie nach draußen, um zu grasen. Du kannst auch
ihre Tröge füllen, damit sie etwas zu fressen haben, wenn sie draußen kein Gras finden. Sie können mit Fasern und Körnern gefüllt werden. Tiere, die im Vortrag nicht gefüttert werden, sind hungrig und wollen nicht so viel mit dir interagieren. Handfüttern. Ein hungriges Tier kann von Hand gefüttert werden. Schuppen müssen regelmäßig gereinigt werden. Wenn sie schmutzig bleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Tiere krank werden. Wilde Karotten. Warst du schon bei den Höhlen im Wald? Ich bin ein bisschen zu beschäftigt, um sie zu überprüfen. Wie stoßt du zu Karotten? So gut, hä? Das ist kein Schrott. Die Kaiser führen mich genau, wie sie den Clan hier geführt haben. Wo kann ich denn mit dir nicht tanzen? Aber jetzt geht's. Also, das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Kann ich da was kochen? Kruste. Ich bin froh, dass wir uns hier niedergelassen haben. Alle Gemüse, alle Gemüse. Gemüse, ein Topf.
Den habe ich da noch gar nicht. Dies und Itzu sind gute Freunde. Ich wünschte nicht, ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Jetzt, wo wir uns niedergelassen haben, ist es eine noch größere Ehre, am Herd des Clans zu leben. Es gibt etwas, das uns noch nach unten zieht. Spürst du es? Ich versuche so hoch zu springen, wie ich kann. Aber ich falle immer wieder auf den Boden zurück. Ja, Gravitation. Ich denke, dass Tiere uns auf ihnen reiten lassen, wenn wir unser Gewicht mit einer Decke abfedern. Achte darauf, dass du das Vertrauen der Tiere gewinnst, indem du ihnen Geschenke machst. Ansonsten werden sie durch
dich wahrscheinlich nicht auf ihnen reiten lassen. Idee reiten, Ock hat die Idee ausgearbeitet. Ich verliere mich in der Kreativität von Ries, sie ist so talentiert. Ein Anführer muss die Bedürfnisse des Rudels über seinen Stolz stellen. Jin macht das. Es macht Spaß. Ich vermisse es, dass es Babys im Clan gibt. Ich tratsche nicht gern, aber Mairi und Wauwak besuchen dich gerne, oder? Ja, er ist meine Großmutter. Grob gesagt muss mein Vater vom Holz angezogen werden, weil er es schafft, auf jeden Stock zu treten, wenn er auf die Jagd geht. Ja. Sie ist klug genug zu beraten. Meine Mutter ist wahrscheinlich die beste Tänzerin der ganzen Welt. Manche Leute halten Darek für ein bisschen verrückt, aber Hammer sagt, dass er schlau sei. Mit allen abtänzen oder was? Lass die Party beginnen! Hey. Ich mache tolle Werkzeuge und tolle Kinder. So bin ich nun mal. Neues Saatgut, du hast mehr Kohl entdeckt. Ist kein Mensch. Jetzt kommen sie.
Früher bin ich morgens mit Inza zum Schwimmen gegangen. Nicht mehr so sehr. Wir wissen immer noch nicht, wie wir anderen Clans handeln können. Dein Dorf ist sehr groß. Ja. War, glaube ich, groß am Schild. Das ist schön. Maximal. Ach, Apfelblüten. Maximal. Es geht so. Mehr cool. Fischen wir am Meer. Neuer Fisch. Bälle mit. Danke. Neutral.
reiten. Einige Tiere im Land der Pachos können geritten werden. Ja, gutes Nachtleben.